Ich darf den Patrick Riffel bei mir begrüßen, Senioren Open. Heute zwei ganz tolle Rennen. Grandios eure Leistung war, im ersten Lauf zweite. Im zweiten Lauf hat es zum Sieg gelangt. Was war der Unterschied? Ja, im zweiten Lauf habe ich einfach einen besseren Start verwünscht. Ich war schon von Anfang an dabei gewesen. Und im zweiten Lauf, im ersten Lauf hatte ich Mühe mit den Tagslizenzierten, die im Weg umgestanden sind. Und im zweiten Lauf ist es in dem Fall einfach aufgegangen. Ja. Ein riesiger Kampf gewesen, ja. Den hast du müssen hart verdienen. Hättest du damit gerechnet, dass es noch so knapp werden könnte? Ja, mit dem Marco ist natürlich ein super Fahrer. Mit ihm zweiten ist einfach immer gut. Er ist den letzten Aufwärtssprung ist er einfach gumpet im ersten Lauf und ich habe den Mut nicht gehabt und er ist gumpet und dann, das hat eben das Zünglein an der Waage ausgemacht, dass er im ersten Lauf vor mir war. Dort hat er massiv Zeit gewonnen im Gegensatz zu anderen. Er war eigentlich der Einzige, der das gemacht hat. Ist nicht immer ganz aufgegangen bei ihm. Glücklicherweise ist nicht mehr passiert. Jetzt Amerswil, liegt dir? Ja, das ist meine Lieblingspiste. Amerswil und Möckers. Das ist einfach geil. Das ist Motocross. Der Rauf und der Ab, Schräglage, abhildige Kurven. Das ist einfach Motocross für mich. Jetzt im Vergleich zum Zeittraining, wie hat sich die Strecke so ein bisschen verändert? Ja, es ist eigentlich einfach mehr Löcher gegeben, wie alle Jahre. Aber es ist, hat sich auch extrem gut gehalten, eigentlich die Piste. Hat sich schon immer ein bisschen verändert, aber in einem guten Rahmen eigentlich. Ja. Danke dir vielmals, dass du schnell Zeit genommen hast. Herzliche Gratulation nochmal und in dem Fall geniesst den Abend noch. Ja, merci vielmals, Swidi.